Es geht weiter mit Super Mario Galaxy hier auf der Nintendo Switch. Und heute werden wir die erste Welt betreten. Schön, dass du gekommen bist. Die Kobel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, es ist das Auge dieser Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Der Lumme wird dir deinen Weg zu den Galaxien zeigen. Wenn er sich verwandelt hat, ziele mit dem Ding da auf den Ding da, greift er und drücke A. Siehst du den Ding da nicht mehr, setze ihn mit R zurück. Im Handelsmodus kannst du den Ding da auch direkt berühren. Okay, Joy-Cons rutschen grüßt zurück. Ach, der labert uns schon wieder zu. Die Sterne hier präsentieren die vom Observatorium erreichbaren Observatorien aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf den Stern steht für die Distanz der Galaxien zu der Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um zu weit entfernten Galaxien zu reisen. Okay. Versuchen wir es. Es klappt. Als ob. Eierplanet Galaxie. Okay. Von den uns am nächsten gelegenen Galaxien haben wir Energiewellen eines Powersterns empfangen. Er scheint von Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Okay, let's go. Ab! In die erste Welt. Dino Piranha auf dem Eierstern. Man kriegt auch wie in Super Mario Sunshine eine kleine Vorschau. Und hier sind wir auch in der ersten Welt. Und ja, es ist ganz cool. Diese Gegner sind hier neu in Super Mario Galaxy, die gab es in keinem Spiel davor. Vielleicht, wenn ihr nicht Super Mario Galaxy gespielt habt, aber Super Mario 3D World, dann müsst ihr diese Gegner kennen. Was hier? Was ist in dieser kleinen Röhre, das will ich wissen. Dieser Raum ist aber komisch, denn ich habe schon seit langem Super Mario Galaxy nicht gespielt. Ich erinnere mich nicht an alles. An diese Noten-Minispiele erinnere ich mich aber schon. Ich glaube, dafür gibt es Sternteile am Ende. Ah nee, ein One-Up. Okay. So. Und rein da. Ich weiß eigentlich nicht, was ich mehr zu dem Spiel sagen soll. Also halte ich lieber meine Schnauze und spiele weiter. Gib mir Sternteile. Ne, nach dorthin müssen wir nicht. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Vermute ich. So, hau ab. Ja. Klappt bei mir der Kaizo Mario Galaxy Trick? Natürlich. So. Mit dir rede ich schon. Kann ich? Ja. Wenn du Schaden erleidest, sammle Münzen, um deinen Lebenskraft wieder aufzufüllen. Aha. Hier wird uns auch die Erklärung gegeben. So, aber ich will auch noch was erklären, was mir jetzt eingefallen ist. Und zwar Sternteile. Also dieser Sternstaub, besser gesagt, denn wir werden wahrscheinlich uns oft verwirren lassen. Oder ich werde euch oft verwirren lassen, denn ich kann zu diesen kleinen Sternstaubdingern Sternteile sagen und zu diesen Flugsternteilen-Dingern auch Sternteile sagen. Also müssen wir uns einigen,
Das hier sind Sternteile. Und das... Und das hier sollte eigentlich Sternstaub sein. Doch weil ich so blöd war, habe ich es nicht geschafft, sie einzusammeln. Aber es gibt zum Glück ja einen unsichtbaren Checkpoint. In Super Mario Galaxy 2 zum Beispiel gab es schon sichtbare Checkpoints wie in New Super Mario Bros. Spielen. Wie in den New Super Mario Bros. Spielen. Aber hier noch nicht. So, wie man diese Steine besiegt oder zerstört, das habt ihr ja schon 10.000 Mal gesehen, weil ich habe es schon gerade gezeigt. Man muss immer den roten Punkt treffen. So. Und dann kriegt man Sterntaub. Nein! Oh nein! Oh. Joy-Cons rutschen grüßt zurück. Und zwar sind diese Sternstaub-Dinger sehr wichtig für das Spiel. Man sollte immer viele von ihnen sammeln. Denn später im Spiel, ich will vielleicht nicht spoilern, aber es gibt später im Spiel, diese Gegner sind nervig, merkt euch das. Es gibt später im Spiel manche NPCs, die diese Sternteile brauchen. So, da fast bei jedem Super Mario Galaxy Display ich diesen normalen Weg sehe, wie man hier entlang läuft und obwohl man es ganz easy so machen kann, wie man also hier entlang läuft, will ich euch heute einen anderen Weg zeigen. Von dem ich eigentlich nichts wusste. Schade, dass er selten gezeigt wird. Und zwar Joy-Cons rutschen grüßt zurück. Gibt es bei dieser Röhre einen alternativen Weg? Hier über die Plattform. Und hier wird auch gut die Schwierigkeit ins Spiel gesetzt. Und Schwerkraft Hindernisse. So. Und da ist auch unser Reisestern. Yay. Und da komme ich direkt hier hin. Den kennt bestimmt jeder. Dieser Froschgegner, aber hier ist er etwas anders, denn hier ist es ein Beutel. Und ja, was sagst du? Eva, nach dem kannst du dich erst wieder drehen, wenn Luma zurückgekehrt ist. Okay, das weiß ich schon. Man kann auch mit den Sternteilen, man kann sie schießen und die Gegner betäuben, aber nicht umbringen. Und im Zweispieler-Modus kann der zweite Spieler mit den Sternstaubdingern die Gegner betäuben und so dem Spieler helfen. Aber jetzt gehen wir zum Bosskampf. Was befindet sich in diesem Ei? Mich interessiert jetzt Sternstaub. Okay, Spaß. Zack, boom! Und voll in die Fresse, glaube ich. Und dieses gefrechliche Viech verfolgt uns jetzt, aber es hat seine Schwachstelle an seinem Schwanz. So. Dieses Biest zum Verhängnis wird. So. KO mit 3 Treffern. Typisch für Mario-Spiele. 3 Treffer. Und da sind sie schon tot.
obwohl in den neuen Mario-Spielen es ein bisschen anders ist. Zumindest in Super Mario Odyssey. In allen anderen ist es nicht so. Aha, das bringt Münzen. Joy-Cons rutschen grüßt zurück. Und jetzt sammeln wir den Stern ein, der uns gehört. Der zweite insgesamt. Yeah. Du hast einen Stern erhalten. Eierplanet Galaxy Dino Piranha auf den Eierstern. Neue Bestpunktzahl, bla 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 bla. Ach, jetzt werden diese Dinge Sternteile genannt. Nee, ich werde keine Zeit für Speichern verschwenden. Jetzt wird es hier Sternstaub genannt. Zuerst Sternstaub, dann Sternstaub. Wollt ihr mich veräppeln? Ist dir dieser glitzernde Sternstaub aufgefallen, der überall verstört ist? Dies sind sogenannte Sternteile. Wir Lumen lieben sie, sie sind die Quelle unserer Kraft. Rieche bla 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 auf dem Bildschirm und sammle sie mit dem Ding da ein. Mit dem Haltheld-Modus kannst du sie auch... Dann ziele mit dem Ding da und schieße sie durch Drücken von ZR oder Berührung auf deinen Gegner. Lass uns ausprobieren. Sammle Sternsteine und schieße sie auf mich. So. Ich will für dich keine Verschwendung hinterlassen. Hervorragend, die behalte ich als Gebühr für die Selektion. Du Arsch. Du kannst sehr auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht springt dabei eine Belohnung für dich heraus. Sternteile werden bei denen wieder sehr hilfreich sein. Ich kann nicht lesen. Egal was du laberst, ich will jetzt weiter dorthin fliegen. Und die weiteren Sterne holen, die es hier gibt. Und zwar, erfülle den Wunsch des Vielfraß. Jetzt kommt es. Der hier will Sternstaub. Und was mir eigentlich eingefallen, ich glaube, es war eine Fehlinformation im ersten Part. Ich glaube, die Texturen wurden insgesamt doch besser. Oder täusche ich mich? Ihr könnt es mir, wenn ihr es kennt, bitte in die Kommentare reinschreiben. So, bei dieser Mission gibt es einen Trick. Und zwar stellt man sich... Schon gewusst, durch Drücken von ZR kannst du Sternteile abfeuern. Wie sie mit dem Stern sein geht, dann sind den Drücken ZR. Wenn sie takeln, rahm deine Gegner. Okay. Und zwar muss man von hier diese gezielte Wirbelattacke ausführen. Oder Stampfwirbelattacke. Und dann kann man in den Stern landen. Das will ich auch jetzt schaffen, denn es ist ein cooler Trick. So. So, Mario. Come on. Yes! Es hat wunderbar geklappt. Nein, jetzt habe ich ein ziemlich schlechtes Gefühl. Ihr wisst es schon, wieso. Und zwar wegen Sternstaub. Hä? Das habe ich ja nicht gewusst. Wenn man von diesem Ding getroffen wird, verliert man Sternstaub. Betrug. Ja, Nintendo kann man für Betrug kennen mit ihren Mario Partys. Obwohl, ich weiß nicht, wieso kritisieren alle die GameCube Mario Partys? Ich finde sie toll.
Aber vielleicht bin ich auch ein nicht normaler Mensch. Ich feiere zwar auch die alten Mario Partys, aber ich finde auch die GameCube Mario Partys cool. Ich weiß nicht, was alle gegen die haben. Ehrlich gesagt. Und dieses Ding hat schon wieder mich getroffen. Really? So. Wo ist der Sterni? Yeho! Nein, ich fliege jetzt nicht weiter. Ich lande hier zuerst. Yay. Und sammle diesen Scheiß hier auf. So. Yes, 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 yes. Jawohl. Ich weiß nicht genau, wie viel dieser Wildfraß möchte, deshalb sammle ich am besten alles. So. Nein. So. Nein, 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 nein. Yeah. Ach, come on. Das darf noch nicht wahr sein. Yes. Und jetzt hole ich mir noch diese Münze. Und es geht weiter. So. Wohin geht's weiter? Ist die Frage. Ich glaube. Ah nee, da ist er schon, der Vielfraß. Da ist er schon. So, ich glaube 150 reicht. Ich glaube, der will nicht viel. La 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 la, hey du da, hast du keinen Sternstaub? Hast du keinen Sternstaub? Ich will Sternstaub essen. Ganz viel davon, ich will essen. La 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 la, komm schon, gib mir ein paar Sternstaub. Ein bisschen Sternstaub. Wenn ich 100 esse, verwandle ich mich. Okay, kriegst du deinen Sternstaub 100 Gold her. Hä? Betrug! Betrug! Das ist Betrug! Das ist Betrug! Bevor... Willst du mich verarschen? Ich glaube, sie wollen mich hier für blöd verkaufen. Ich habe das hier alles umsonst gemacht. Nur damit ich später Joy-Cons rutschen habe. Und von einem Goomba... umgebracht werde. Ja, ich glaube, das war die Bestrafung fürs Cheaten. Deshalb mache ich es erneut. So. Ah. Hat nicht so gut geklappt diesmal. Wieso? Erneut. Na? Ach, come on! Das ist doch nicht wahr. So! Yes! Yes, 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 yes! Ich glaube, der Weg zu diesem Luma ist nicht weit. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, richtig heißen sie Gobi-Luma. Aber ich nenne sie Vielfraß-Luma. Denn sie essen auch viel. So. Jetzt. Ich hoffe, ich werde von keinem Goomba diesmal umgebracht. Oh, natürlich. Ah! So, keine Goombas in Sicht. Keine Goombas in Sicht. So, das war's. Mein Bauch ist voll, dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Denn
wenn man diese Dinger füttert, kriegt man eine neue Galaxie zur Sicht. Die Musik von Super Mario Galaxy ist auch eine der geilsten. Und zwar von beiden Teilen. Da könnt ihr es mir glauben. Aber jeder hat ja seinen Geschmack. So. Ich will das One-Up dort haben. Und das habe ich auch. Wandsprung kann Mario natürlich auch. Ist ja klar. Und jetzt, glaube ich, kommen wir auf diesen Planet. Nee, dieser Trick funktioniert nicht. Es gibt in einer Galaxie, die ich nicht spoilern werde, einen Trick. Man kann dort mit dem hier eine Passage skippen. So, Schwerkraftspielchen. Normalerweise kann man ja das so regeln. Aber ich zeige euch den ganzen Weg. Obwohl, halt es Sinn? Nee. Ich zeige euch nicht den ganzen Weg. Aber ich will dieses One-Up. So. Und jetzt gehe ich hier hoch. Und schieße mich auf diesen Stern. Hier muss man diese kleinen Sternteile sammeln, damit dann später aus ihnen diese Greifsterne kommen, aber man kann hier auch cheaten. Und da haben wir ihn, den dritten Stern. Ja, geil, es läuft wunderbar. Ich will nämlich heute vielleicht die Eierplanet-Galaxie abschließen. Wenn es klappt. Und wir haben eine neue Galaxie entdeckt. Yay. Oh, jetzt will der schon labern. Gut gemacht. Ihr würde eine neue Galaxie entdeckt. Sammle Bausteine, um deinen Stützpunkt zu vergrößern. Bald wirst du bestimmt den Stützpunkt des Feindes entdecken. Ist mir schon ohne dich klar. So. Wir gehen immer noch in die alte Galaxie. Und im nächsten Part gehen wir in die neue Galaxie. Denn. So, die dritte Mission ist Otakönigs UFO-Armade. Oha. UFOs also. Vielleicht die UFOs, die Prinzessin Peach entführt haben. Fragen über Fragen. Aber der Start ist wie immer gleich. Nur, dass der Stern heute dort oben ist. Normalerweise muss man über eine rote Röhre von der anderen Seite dieses Planets da hier hochkommen. Aber man kann auch cheaten. So. Und da ist ein Toad. Hallöchen. Mario, danke. Dafür verrate ich dir einen geheimen Trick. Nein, diese Stimme wird mich zerstören. Diese dörrige Dinger, den du dich nicht nähern kannst. Tritt in eine Kokosnuss mit den drei. Mit deiner Drehtracke auf sie. Dafür brauchst du nur den Ding da schütteln oder Y drücken. Diese Stimme wird mich zerstören, Leute. Das sage ich euch. Mit Kokosnussdingern sind diese Dinger gemeint hier. Nicht diese. Diese. Zwar kann man sie so draufschlagen und dann wegfliegen. Gibt es auf diesem Planet noch was Wichtiges? Wasser. Sehr wichtig für das Überleben.
Obwohl, wie wir wissen, braucht Mario kein Wasser. Mario braucht nichts. Der ist nicht mal, der geht auch nicht auf die Toilette. So. Kann ich eigentlich auch so zurückkommen? Könnte eigentlich schon klappen. Ich will mal das kurz mit einem Dreifachsprung ausprobieren. Nee. So. Oh. Dieser riesige Poki will auch eine Kokosnuss. Und er kriegt sie auch. Yay. Aha. Kettenhunde. Oder besser gesagt, Chops, denn sie haben keine Kette. Bevor wir weiterfliegen, will ich in diese Röhre reinschauen. Was gibt's hier? Aha, hier kommt das vor. Viele werden wissen, was es ist. Und zwar... Juhu, du bist Regenbogen-Mario und damit unbesiegbar. Das ist so gesagt der Stern aus den Super Mario Bros. U Spielen. Also, nee, nicht U. Insgesamt aus den Super Mario Bros. Spielen. Der Unbesiegbarkeitsstern. Denn in diesem Spiel hat Mario auch Power-Ups. Aber nicht solche wie zum Beispiel in Super Mario 64, Capis, Kappen, sondern echte Power-Ups, wie in den New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Spielen. So. Was ist das hier? Kugelbilis. Nichts Neues. Also, in diesem. Jetzt sind sie schon natürlich neu, weil sie. Man sieht sie hier zum ersten Mal, aber. Für mich nichts Neues. Und ich glaube, für denjenigen, der jemals ein Mario-Spiel gespielt hat, ich glaube, egal welches, ob Mario Kart, Mario Party oder. Ein 3D Mario, New Super Mario Bros. Oder keine Ahnung. In jedem Spiel gibt es Kugelvideos. So, bei diesen Gegnern muss man ihre Kokosnüsse zurückschleudern. Und hier ist auch ein Toadie. Und mit diesem Lenkrad kann man Sternstaub heraufbeschwören, wenn man wirbelt. Aber mehr gibt es hier nichts außer Münzen. Mehr findet ihr hier nichts. Merkt euch das. So. Die Brücke überqueren. Und jetzt kommt auch ein neues Item. Und zwar der 6-Leben-Pilz. Deine Lebenskraft hat sich auf 6 erhöht. Wenn sie auf 3 sinkt, wird sie wieder wie vorher. Und zwar kann Mario mit einem speziellen Item, wie dem 6-Leben-Pilz, 6 Leben haben. Aber wenn wir wieder auf 3 singen, dann wird dieser Effekt verschwinden. Wie es uns schon gesagt wurde. So. Stirb, danke. Bei diesem Schiff kann man, glaube ich, nicht die Sternsteine heraufbeschwören. Nein. Okay. Wo sind wir jetzt? Ist das UFO? UFO. Ja. Und da ist der Assi. Oh shit, mit seinen Tentakeln, man darf sie ja nicht berühren. Man muss die Kokosnüsse zurückschleudern. Aber nicht die feurigen. Doch er schleudert sie auch zurück. Dieser Quatschkopf. Und dieser Gegner soll... Moment mal, das sind Hotheads. Das checke ich ja erst jetzt. Das sind Hotheads. Aber nur in Blau. Das checke ich erst jetzt. Und da ist schon der Stern, der uns gehört.
Ich will kurz ein Lava-Bad nehmen. So. Und der Stern gehört uns. Talala. Und ja. Mit 4 Sternen werde ich auf diesen Bahn beenden. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, dann halt nicht. Abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, was ihr für Quatsch erledigen solltet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Super Mario Galaxy. Bis dann und ciao.